Mein Liebster, darf ich dich mal interviewen? Ja. Was fällt denn dir zu dem Thema Nächstenliebe ein? Ganz spontan. Sehe ich gleich Kirche. Kirche mit ihrer Philosophie. Was fällt denn dir ein, wenn du länger drüber nachgedacht hast zum Thema Nächstenliebe? Ja, ohne das Wort Nächstenliebe jetzt komplett auseinanderzunehmen und zu definieren, was das für jeden bedeutet, fällt mir bei Nächstenliebe eigentlich ein, positiv und offen auf die Menschen zuzugehen. Das ist für mich Nächstenliebe. Und jedem seine Chance zu geben. Das wäre jetzt so der zweite Gedanke, der dann nicht ganz so spontan ist, sondern dass man doch eine gewisse Zeit kurz darüber nachdenkt, was das für jeden selber bedeutet. Ja. Kommst du mir zu hierher? Was denn? Bist du? Don't need no cipher sex. I'm sharing my bed with a girl I love. When everyone else got the plastic mania, I just feel skin on you. Mein Schatz. Hm. Und wie war der Spaziergang heute? Schön. Hast du dich ein bisschen schwer getan? Ja. Am Anfang? Ja, aber wenn ich die Möglichkeit habe, mich zu drücken, also wenn ich bin nun mal gerne ein Stummhocker. Ich gehe nicht gerne raus. Und im Nachhinein stelle ich immer fest, dass es schön war. Hm. Mein Liebster, was brauchst du? Ist der Mensch wirklich das Ende der Evolution mit zwei Händen? Wenn ich vier Hände brauche, dann kann man doch hier was machen. Wir haben Ende der Evolution. Da fehlen doch definitiv noch zwei Hände. Und wie soll ich das hinkriegen? Ich versuche mich mit diesem chinesischen Zeug hier auseinanderzusetzen, aber ich will nicht. Ja, das musste jetzt mal gesagt werden. Was ist denn los, mein Liebster? Wieso hängen wir denn am Landstrom? Landstrom? Weil die Säule genau hinter uns steht. Genau hinter uns. Und
Kilowattstunde 50 Cent. Wir wollen den Hänger morgen nehmen. Am Samstag verkaufen, weil dann mal Donnerstag. Bevor ich die Solarpaneele raushole und es nieselt und es regnet, habe ich mir gedacht, ach naja, komm, 50 Cent investieren wir. Kilowattstunde, 3 Euro reingeschmissen, 6 kW. Batterie ist noch halb voll, aber lieber man hat, als man hätte. Gell? Passt gerade, super. Also wir ersparen uns sozusagen heute ein bisschen Arbeit, weil die Solarpanels ins Auto müssten. Genau, sie sind jetzt im Hänger drin. Wenn wir den Hänger nicht haben, liegen die dann im Auto unter unserem Bett, unter unserem Hubbett unten drunter. Ach, und bevor die feucht werden und ich die trocken wischen muss, habe ich die kurze Variante gewählt. Unser Projekt beginnt, wir sind bei Crockville und die Orthese wird gebaut. Die nächste links.
Sie kommen an Ihrem Ziel in 100 Metern auf der rechten Seite an. Sie sind an Ihrem Ziel auf der rechten Seite angekommen. Kommen die alle noch rein? Alle. Ja, auch eine schlanke Menschen. Kommen alle noch rein. Oh, alles perfekt. Mir war. Ich bin klitschnass. Und wie war's? Cool, es war wirklich cool. Ohne Orthese? Viel, viel besser. Allerdings Rechtskurven. Ich würde immer nur Rechtskurven fahren. Die Linkskurve ist wegen Wegfallen. Aber ich glaube, ohne Orthese kann ich üben,
Also ich bin die, die im Gelände fährt und du bist die, die auf der Straße fährt. Ich meine, selbst wenn du jetzt auf der Straße 20 km/h fahren würdest, wenn du irgendwo hin müsstest, 15, 20 km/h, was ja kein Problem ist, du kannst ja mit Warnblinkanlage fahren oder so. Aber du könntest dich von hier bis zum Kaufland fortbewegen. Und wenn ich 15 km/h fahre, ist es auch egal. Das kriege ich hin. Sehe ich auch so. Also bin ich jetzt sozusagen auf jeden Fall mobil. Ja, bist du. Bist du. Morgen fahren wir einen Wald hoch, gell? Auf jeden Fall, mein Schatz. Ich fahre aber hoch. Auf jeden Fall, Schatz. Ich traue mich gar nicht, den Zündschlüssel überhaupt noch in die Hand zu nehmen. Willst du mal mitfahren mit mir? Willst du mal eine Runde mitfahren? Oh, cool sieht's aus. Stein, ne? Sind wir den Waldweg reingefahren, sind wir am blauen Stein durch die Stamm gefahren. Die Matschen hat nicht durchgedreht, nichts. Gell? Und einfach, kein Eierrad drin, nichts. Und einfach nur weitergefahren.
und dann sind wir oben rumgefahren. Und dann haben wir von dem Workmodus auf den normalen Modus, dann haben wir den Sportmodus reingemacht. Da wo ich gerade war, hier das Stück gerade, das was ihr gehört habt, was ich gehört habe. Ich habe überholt gesagt, los, wir drücken mal durch. Wie macht die? Über 100. 120. Oh. Wie viel hat du da jetzt drauf? Hast du diesmal wenigstens nur drauf geguckt? 88! Da wo ich mal langfahren, alle Löcher, nicht ausweichen. Mache ich sowieso grundsätzlich nicht. Einfach drüber fahren. Los, okay. Ziehen. Dann erstmal, brauchst du wirklich nichts. Das macht nichts. Echt, sind die so tief, dass man erstmal denkt? Nee, aber ja, mit dem Auto wird es da ausweichen, mit dem Fahrrad wird es da ausweichen, wird es immer ausweichen. Mit dem Ding nicht. Kamerad, du! Film läuft! Enkel! Ja, aber. Mal sehen, ob wir den Tank heute noch leer kriegen, wa? Wie lange geht das überhaupt noch so? Ja, 250 Minuten. Oh, das ist ja ganz heiß. Ja, das kann so viel sein. Erst hier rummachen. Dann sag auch selber. Ich sag's besser nicht. Schneller als 88. Bisschen. 1, 0, 0. Nee. Ich hab genau die 100 gesehen. Hier auf die kurze Stücke. Sportmodus, gell? Hm. Er hat schon nicht abbringen lassen vom Gas. Da wollte mich überbieten. Das ist ja klar. Wir haben dich schon da vorne überboten. Hat selbst dein Dad dann gesagt, mach mal ein bisschen langsamer in der Einkurve. Ja, da hatte ich ja noch einen Workmodus, da konnte ich ja gar nicht. Danke. We'll be right back.
mal zum Müll. Wir haben uns ein neues Spielzeug gekauft. Action! Kamera läuft! Ton ab! Klappe! Action! Sowas von in die Oberarme. Nee, gut, das ist so gut. Du musst kriegen. Keine Ahnung, hat man nicht verraten. Ready, ich sag dir was. Du musst genau so schieben. Aber wenn der Wind kommt, musst du schon gar nicht in der Gegend halten. Ja. So. Ich hab mein Darm schon erfüllt. Ja. Genauso habe ich mir das vorgestellt. So habe ich mir das vorgestellt. Hast du schon mal eine Hand ins Wasser getan? Nee. Aber wir sind trockenen Fußes, sind wir ins Boot gekommen. Das ist, war voll cool. Ja? Von René? Das ist für uns. Für die Annalen. Das ist voll schön. Das ist es wirklich. Ja, ich wollte hier aufs Wasser und mich hier einfach bloß treiben lassen. Aber hier, wenn ich die Wände schön reinpatsche, ist das auch schön. Und wenn du nachher noch Kraft hast, wenn ich was hab? Wenn du nachher noch Kraft hast, kannst du uns dann mal zu Steven einschicken. Oh, das ist nee, Alcatraz. Nee, Staten Island, wo wir mit der Fähre hin sind. Ach so. New York. Die machen auch einen Familienausflug. Irgendwo Fuß ist was gibt.
Nachbarn. Besitz übergeht. Ich kann richtig sehen, wie er denkt. Ja, soll ja auch jeder Zentimeter genutzt werden.